Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Bestell doch mal das Cinnamon Bread bei Domino's. Und ich habe es jedes Mal vergessen. Das habt ihr so oft euch gewünscht, dass ich mal dieses Zimtbrot bei Domino's, den süßen Nachtisch, vorstelle. Jetzt habe ich endlich dran gedacht und ich habe nochmal auf die Homepage geguckt. Da ist das sogar als vegan ausgeschrieben. Das Zimtbrot. Oh mein Gott, von Domino's. Und das kostet, und das finde ich echt super, boah, riecht das geil zimtig, 2,99 Euro. Finde ich, das ist im Verhältnis zu einer Pizza und so und als Nachtisch. Und für die Größe ist das ein richtiger Schnapper. Dazu gibt es noch so eine geile Karamellsoße. Wie geil ist das denn? 50% Puderzucker, das klingt nach echtem süßen Genuss. Ich öffne jetzt mal diese Karamellsoße und dann zeige ich euch dieses Zimtbrot oder auf Englisch Cinnamon Bread in Großaufnahme. Ordentlich Zimt und Zucker und dann noch dieser Karamell-Dip. Alter Falter, der riecht auch so intensiv. Zimt und Zucker, Hamburg, da denkt ihr vielleicht auch an Franzbrötchen. Richtig, wenn ihr in Hamburg seid, probiert mal die Franzbrötchen hier. Die sind ja auch berühmt für ihren Zimt. Geschmack, Zimt- und Zuckergeschmack. Wow, da muss ich gleich mal direkt reinbeißen. Die Soße hier, 50% Puderzucker, das ist echt krass. Wenn man das aufisst, hat man wahrscheinlich seine Wochenraktion an süßem Krams echt erfüllt. Und gerade als ich das Brot gebrochen habe, fiel es mir auf, da ist ja auch noch innen drinnen was. Also nicht nur reichlich bestreut, sondern wir haben ja auch noch eine Füllung. Das ist ja mal super krass. Meine Güte. Hier hat Domino's wirklich alles gegeben, nämlich mega Vollgas. Krass. Und dann ist es auch noch schön warm. Es ist wirklich Food Porn Deluxe. Vom Teig her schmeckt es ganz klassisch. Boah. Ich rühre mal eine Karamellsoße so ein bisschen rum, damit ihr sehen könnt, was für eine Konsistenz die hat. Nämlich eine richtig leckere Konsistenz. Wow. Alter Falter. Das riecht so ein bisschen wie dieses Milchkaramell. Ultra pervers, aber hammergeil. Das ist wirklich so ein klassischer, richtig krasser Cheat Day Nachtisch. Teilt euch den am besten zu zweit, muss ich jetzt sagen. Ich hätte nicht mit so einem großen Zimtbrot gerechnet, schon gar nicht für den Preis. Das ist wirklich ein Schnapper, aber das ist natürlich auch sehr viel Zucker, aber das ist ja auch ein süßer Nachtisch und der ist perfekt und der ist ja auch so gedacht. Und ich bin der Junkfood-Guru, deswegen stelle ich das auch vor hier. Aber ihr wisst auch, dass ich sowas nicht jeden Tag esse, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wenn euch noch Gönnung ist, ja. Ihr habt einen Mega-Marsch gemacht, war 3 Stunden irgendwo vielleicht unterwegs und wollte ich mal was Süßes gönnen. Dann ist das hier echt perfekt, ey. Boah. Also das ist echt so, im wahrsten Sinne des Wortes, ein feuchter Zuckertraum, mein lieber Scholli. Mit dieser Soße dabei. Ich meine, das Brot an sich ist schon lecker. Das muss man wirklich bei Domino's probiert haben. Und ihr habt es ja probiert. Ich habe es zahlreich in den Kommentaren gelesen. Schreibt mal, wie euch das schmeckt. Ich glaube, der wird wahrscheinlich zum größten Teil super geil stehen. Kann ich nur unterschreiben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Bekommt dieser nicht mehr ganz so geheime Nachtisch-Tipp von Domino's wirklich 10 stolze Punkte. Das ist mega geil geworden.
Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und ich verabschiede mich jetzt mal in den Zuckerhimmel, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.